So, ein neuer Tag beginnt, oder naja, eher nicht beginnt, weil ich war nur eben kurz auf Toilette und zack, haben wir Winter. Was wollte ich machen? Ach, wir wollten nach Bunker Hill da oben. Genau, Bunker Hill, wo haben wir es denn? Ganz oben. Er hat schon wieder was gefunden. Alter, schon wieder 26. Kann das sein, dass ich dann nur Eisen finde? Kann das sein, dass es da hinten, da wo die Quarry steht, nur Eisen gibt? Wo steht die Quarry eigentlich? Keine Ahnung, wo die Quarry steht. Aber augenscheinlich gibt es da ganz viel, ja. Ihr wisst schon. Ganz viel Eisen. Was, glaube ich, hier sehr dunkel ist. Geht eigentlich sogar. Von innen sieht das ja mal cool aus. Okay, dass es von innen so geil aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn hier die Leiter? Wie gesagt, hier kommt ein Marktplatz hin. Achso, ne, das ist der Eingang. Hier kommt ein Marktplatz hin, da kommt ein Marktplatz hin, da kommt ein Marktplatz hin. Eventuell werde ich dafür in den Creative Mode gehen. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, wie schön das aussieht. Ja, hier unser kleines Farmhaus. Unsere Touren. Hinter uns Bunker Hill. Ehrlich. Der gefällt mir. Wir haben noch irgendwo noch eine Quarry. Wir müssten oben in unserem Haus müssten wir noch eine Quarry haben, theoretisch. Oh, das. Ich glaube, das werde ich nicht überleben, wenn ich hier runterspringe. Ach, Jodo. Ach, easy. Easy survived haben wir das. War gar keine Challenge. For us. Die Kohle drin? Ne? Wie geht's denn unseren Tierchen hier hinten? Da habe ich so viele Kühe. Den Hasen geht's auch gut. Und Duck. Wie geht's euch? Euch nerv ich mal lieber nicht. Bis hier durch. Danke. So, wie sieht's hier aus? Du hast nichts zu tun. Du kriegst erstmal hier 20 Eisenerze. So. Wir gehen jetzt mal ganz nach oben in die oberste Etage. Denn hier steht auch noch eine Quarry. Ich weiß nur nicht, wo die Sache, was die abbaut. Die baut nur Kohle ab. Bitte sag mir, dass das irgendwo hinführt. Bitte sag mir nicht hier rein. Ja, das ist unlogisch. Du hast keinen Strom. Das wäre unlogisch. Boah, also ein Strom. Okay. Hier waren auch noch Generatoren, ne? Ihr seid alle schon leer, ne? Natürlich seid ihr alle schon leer. Ja, toll, dass ihr alle leer seid. Okay, ich brauche eine Kohle. Weil die Quarry funktioniert. Die ist auf Stopp. Die sucht sogar schon. Wo? 55555. Was? Nehmen wir die Quarry Card mal mit. Denn wir gehen jetzt mal auf. Wir haben ja überall diese Karten gefunden. Mit diesen Ore Deposits. Und da gucken wir jetzt mal, dass wir da irgendwo. Dankeschön. Hier drinne? Nichts. Ah doch, ist was drin. Okay. Dass wir da irgendwo. Könnte ich dich nicht auch öffnen? Ja, danke. Hier war auch nichts drin, ne?
Das ist denn hier los? Bildtool, Redstone Block, Data Quartz oder Connector. Hier waren die Botania-Sachen drin. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir hier. Ja, meint. Ah ja, sollte ja Arbeitszimmer sein. Dafür müssen wir in den Keller. Mit diesen Ore-Deposit-Karten. Die waren da drin, ne? Dann waren sie nicht. Gut, dass ich weiter runterrutsche. Dann waren die hier, ne? Ore-Deposit-Treasure-Map. Ore-Deposit-Treasure-Map. Ja. Ah, du. Ah, ja. Ore-Deposit-Treasure-Map. So, dann müssten wir uns vorbereiten. Essen haben wir genug mit. Wir mal eins der Kohle noch mit. Das, ach stimmt, das war die Krobby Card hiervon. Stimmt. Oh, du hast 100. Könntest sogar wieder loslegen. Das ist gut. Der hat genug Energie. Dass wir da direkt loslegen können. So, wir gucken mal hier. Das ist sehr weit weg. Es ist immer dieselbe Map, ne? Recht. Warte mal, dich schmeiß jetzt mal nach oben. Dann nehme ich dich. Das ist eine andere Map. Okay, du bist eine andere Map. Das ist die gleiche Map wieder. Das ist nochmal eine andere Map. Frage ist natürlich jetzt, wo haben wir die Maps her? Diese. Ja. Wir nehmen mal die Map. In der Hoffnung, dass das irgendwo hier in der Nähe ist. Gehen wir mal hier unten hin. Weil dann können wir nämlich auch mal eben kurz hier hier reingucken. Haben wir ein neues? Ah, das ist. Ach. Nichts Geiles auf jeden Fall. Haltbarkeit. Ah, der Geist hier hat wieder gesprungen. Ah, Hoffnung. Also hier hinten war auch ein Ore-Deposit, das weiß ich. Da, da, da. Ich weiß nur nicht, ob wir da jetzt hingehen, in die Richtung. Hallo Villager. Habt ihr Kohle? Ihr habt Rüstungsständer, das ist toll. Guck mal, ob die hier Kohle haben. Ich meine, sind ja unsere Nachbarn, ne? Die sind ja an sich immer nett. Nö. Na, schon mal nichts Spannendes drin. Also für uns Spannendes. Oh, was ist denn hier passiert? Ist auch nichts Spannendes drin. Ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer ist immer nett. Oh, hier ist Tür offen. Also waren wir hier schon drin. Da gibt es ja auch nichts mehr. Doppeltür, der feine Herr. Oh. Newton, Rocky. Ich frage jetzt nicht, warum ihr eingesperrt seid, ja? Nein, sieh mal. Nein, 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 nein. Nein, okay. Nein, okay. Ich wollte ganz normal handeln. Ich habe ganz nett gefragt. Glaubt ihr? Janessa, was hast du denn? Papier. Aha. Aua, bin hier runtergeplumpscht. Okay, wer hat die hier alle eingesperrt? An sich lustig, aber... Ah, dem Stonecutter ist, glaube ich, schon mal jemand gestorben. Ich habe es im Log gesehen. Ah, hier ist ganz normaler Regen wieder. Das ist ja nett. Ah, Tropenholz. Toll. Hilfreich. Noch mehr Tropenholz. Also, noch mehr Holz. Kein Tropenholz gewesen, aber Holz. Ja, brauche ich auch nicht. Ja, ich glaube, Kai und ich waren hier schon mal.
hier die alle eingesperrt? Nein, nein, nein. Okay, wir haben sie nicht eingesperrt. Ich habe nachgefragt. Wir waren es nicht. Danke, Server. Mach das auch mal irgendwann mit, Chris. Yolanda. Wieso seid ihr alle eingesperrt? Ich frage nicht. Doch, ich frage. Warum seid ihr eingesperrt? Welches Monster hat euch eingesperrt? Ich finde es. Werde es töten. Nur für euch. Im prasselnden Regen. Weil ich so ein Held bin. Ich weiß, dass es hier irgendwo so ein Lager wieder gab. Ich weiß nur nicht mehr wo. Alles mein Problem. Erinnert euch daran, dass wir die gesucht haben? Ich erinnere mich sehr gut dran. Gefühlt ein halbes Jahrhundert gedauert hat. Den Stock? Ich meine, hier hätte ich. Hier hinten wäre irgendwo sowas gewesen. Ich kann mich jetzt auch irren. Und Irre sind bekanntlich auch menschlich. Ja, ich muss hier ins tiefe Wasser, dann kann ich auch schwimmen. Tauchen. Gut. Zwischendurch auf die Maps gucken. Ob hier irgendwas ändert? Nein. Da sind sie. Und bitte also die Map hier abliegen lassen. Ja! Perfekt. Weil das bedeutet nämlich, dass die... Das hier müsste nämlich jetzt deutlich näher sein. Das ist dieselbe Map. Das ist ja toll. Oder habe ich die jetzt aus Versehen getauscht? Ich habe sie aus Versehen getauscht. Das Norden. Heißt, ich müsste jetzt hochgehen auf der Karte. Ja, ich gehe jetzt hoch. Ich muss erstmal gen Westen. Hallo Fischis. Erstmal ein ganzes Stück gen Westen augenscheinlich. Oh, ich hoffe aber, dass hier Dingsbums ist dann. So, warte. Wir sind hier. Okay. Dann müssen wir hier unten, da hinten hin. Oh, ich hoffe einfach, dass hier was Vernünftiges ist. Für die Quarry. Ich hoffe es einfach. Genau jetzt hier unter uns. Hier. Really? Bill, du bist hier sicher. Na, dann go, ne? Ah ja, jetzt nur ein halbes Jahrhundert dauern bei dem Server. Wenn das jetzt ein Eisenvorkommen ist, ne, dann heul ich. Dann heul ich wirklich. Natürlich jetzt mit den Server-Ticks dezent nervig. Habe ich irgendwo... Ich müsste doch... Oh, ein Bruchstein. Perfekt. Welches war denn jetzt die richtige Karte? Oh, wir haben beide... Ich würde mir die Karte gerne angucken. Nur so, dass er...
Wasser geht das nicht. Ne? Das ist die Map, die wir brauchen. Okay. Aber ich stehe hier gegen den Bruchstein aus. So. Ja, hier sind wir richtig. Das ist gut. Wenn wir hier richtig sind, ist alles gut. Ich habe schon mal Eisen gefunden. Also Eisen ist schon mal nicht schlecht. Ist auch vorhersehbar, dass das runterfällt. Problem ist natürlich, wir wissen nicht, ab welcher Höhe das anfängt. Ist natürlich das große Problem, was wir gerade haben. Wir wissen nur, dass es hier ein Erzvorkommen gibt. Wir wissen aber nicht genau wo. Welcher Höhe. Was es ist. Das ist jetzt so ein bisschen Lotterie. Links, ne? Okay. Wir wissen nur, dass wir... Nicht genau hier? Nochmal hier weg. Das ist Stein, okay. Hätten wir jetzt X-Ray, könnten wir natürlich gucken, aber das nehme ich nicht. Doof, was ich mache. Ich habe doch die Shape-Card dabei, ne? This country is an area that can be used by the shield or builder. Sneak right click on builder to start mark mode. Natürlich müssen. Ach komm! Ich mache mal eben kurz hier. Und 53. So. Du bist deaktiviert, ich kann mich trotzdem hin teleportieren. Okay. Wir gehen mal eben kurz hier hinten hin. Oha. Schreck mich doch nicht so, Arschloch. Du findest nur Redstone, ne? Stopp. Was hast du für eine Filterkarte? Alles Wichtige, ne? Kohle ist auch dabei. Kohle ist auch dabei. Okay. Hör auf! Was sollte das denn jetzt? Komm jetzt die ganze Kohle her. Da haben wir so viel Kohle hier drin. Warum zur Hölle haben wir so viel Kohle hier drin? Ey, 7 Kohle kann hier drin bleiben. Now select the first corner. Yes. So, ich nenne das so. Neu. Das nenne ich Quarry Portal. Setting, danke. Erzvorkommen, da gehen wir jetzt hin. Now select the second corner. Gar nichts, ne? War ein bisschen schwachsinnig von mir.
Gott sei Dank. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. So, das Problem, was wir jetzt haben, ist relativ simpel. Wir wissen nicht, wo das endet. Oder wo es anfängt, jetzt vorkommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt selbst runterbauen. Mach ich nicht. Guck mal eben was. Gibt's doch bestimmt irgendwo. Hier gibt's safe irgendwo eine Schlucht oder so. Sagen, was du willst. Muss es einfach eine Schlucht geben. Schlucht oder eine Höhle oder so. Die suche ich jetzt. Weil dann kann ich da nämlich runtergehen. Und meistens. Da ist eine Höhle. Oder? Das ist keine richtige Höhle. Scheiße. Wo nimmst du Schaden? Am neuen Auge. So, Gründe. Wachst mich an, bist du tot. Links Schritte gehört. Ich weiß aber nicht von wem und warum. Ah, ein Wildschwein. Ah, ne, normal Schwein, okay. Na, Schweinchen, euch geht's gut? Ich hoffe, ich störe euch hier nicht. Ich will hier einfach nur ein bisschen. Ich hab grad einfach nur Sachen hier. Ich such grad einfach nur ein Loch im Boden. Macht einfach weiter. Hört euch nicht an mir. Muss doch irgendwo ein Loch im Boden geben. Das ist nicht das Loch im Boden, was ich suche. Schritte? Schritte sind toll. Schön, dass es hier Schritte gibt. Ich bin nirgendwo. Eingang zu einer Höhle ist oder so. Sonst musst du immer aufpassen, dass du nirgends so reinfällt. Jetzt gibt's hier nichts, oder was? Als ob. Spiel, als ob. Ja, Wald. Wald ist toll. Ich hoffe, dass es da weiter runter geht. Aber wahrscheinlich nicht. Hallo Dickhorn-Schäfe. Problem ist, ich darf eigentlich nicht so, so einen großen Bereich haben. Was? Wenn er spricht, wo? Du hast halt ein Feuer. Hier gibt's nochmal Erzvorkommen, ja? Dann gib mal her. Ich tue das mal eben kurz dahin. Das mal eben kurz dahin. Ich habe sogar zwei Maps, das ist schon mal interessant. Okay. Machen wir dieselben Maps. Okay, eine lege ich wieder rein.
Bringt mir halt gar nichts, weil ich brauche hier einfach ein Loch im Boden. Was denn? Da vorne ist eine Höhle, glaube ich. Gruseliges Geräusch. Ja, ja. Ich hatte da schon. Das ist auch wieder kein Loch, ne? Oh, weißt du, sonst findest du immer 16 Millionen Löcher im Boden, wo du reinfällst. Wenn du eins brauchst, findest du gar keins. Gibt's doch nicht. Erzvorkommen ist da hinten. Stillhalten bitte. Oh, nee. Auf den Scheiß habe ich keine Lust. Hier ist eine Höhle. Bitte führ irgendwo hin. Bitte, bitte, bitte. Ah, irgendwo, wo ich auch nicht so viel buddeln muss. Weil da steht leider nie, wie groß dieses Erzvorkommen ist. Dementsprechend ist es immer glückslos. Okay, warte. Erzvorkommen. Ach, ich fall Schaden. Ja, ich hämmer mich jetzt hier weiter durch. Auf Y-Level Stein. Hier empfiehlt sich da, hier gibt es nichts Spannendes. Auf der Höhe gibt es meistens nichts Spannendes, das ist das Problem. Ah, das ist ärgerlich, dass wir nicht wissen, wie groß das Vorkommen ist. Aber wenn wir das wüssten, wüssten wir ungefähr schon, wie viel wir graben müssten. Ich hoffe verständlich, was ich gerade versuche zu erklären. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ah, warum haben wir in dem einen so viel Kohle jetzt gehabt? Oh. Haben wir einen Eingang gefunden. In der Höhle. Oh, doch mal rein, nicht? Sackgasse. Mal hier oben geht's aber nur geradeaus, ne? Geht's nur hoch. Wir nehmen mal den Weg erstmal. Ein Eisenerzvorkommen. Ich einfach schon weiß, was es ist, ne? Okay, so unter Tage geht's eigentlich mit den Lecks, ne? Muss ich ja mal sagen. Wird einfach ein Erzvorkommen sein. Oh nein, hier gibt's Kohle. Gibt's ein bisschen Kohle. Problem ist, ein bisschen Kohle reicht uns leider nicht. Da muss einfach mal in die Richtung hier vor. Marmor gibt's ja auch. Ist das schlau, was ich gerade mache? Erzvorkommen ist da hinten. Schlau ist es nicht. Wer an der sieht. Ich setz mal einfach einen hinter mir, damit hier nichts spawnen kann. Upf.
Kupfer, toll, krass. Wir sind gerade über Lava. Sollten vielleicht nicht nach oben und nach unten jetzt buddeln. Cool. Echt ein bisschen uncool. Weil wir wissen jetzt nicht, was da oben wartet. So, wartet erstmal nix. Inventar schon wieder voll. Das hier. Lass mal einfach alles hier oben rein. Damit wir ein bisschen mehr aufnehmen können. Coffees können da rein. Das Iron Knife kann da rein. Mal den Scheiß auch aufsammeln, den wir nicht brauchen. Habe ich hier nicht, war hier nicht Effizienz drauf? Ja, dann nehme ich das jetzt. Haben wir zur Not ein bisschen Stein, ne? Ist auch nicht so schlimm. Oh, das war dumm, wieder zu placen.